Eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur ist deswegen wichtig, weil die Kunden bezüglich Datennutzung auf der Mobilfunkseite immer mehr und mehr Verkehr erzeugen. Dieser Verkehr muss abgeführt werden. Dies ist aber hochkapazitiv mit den richtigen Latenzzeiten nur mittels einer Glasfaseranbindung möglich. Aus diesem Grund muss der Glasfaserausbau zur Anbindung der 5G-Mobilfunkstationen deutlich vorangetrieben werden, damit die Stationen hochperformant und kostengünstig angebunden werden können. Die bisherigen Glasfaser-Backbones reichen aus meiner Sicht nicht aus. Deswegen bauen wir auch massiv weiter, speziell im ländlichen Bereich, Glasfaserstrecken aus, um praktisch das Rückgrat für die Mobilfunknetze für 5G zu verbessern, auszubauen, zu stärken, damit auch die Basisstationen speziell im ländlichen Bereich mittels Glas angeschlossen werden können. Wir haben 3 von 4 von Mobilfunkanbietern eine vertragliche Beziehung, die auch seit langen Jahren besteht. Wir sind mit den Mobilfunkanbietern in Planungsgesprächen, um zu schauen, wo wird Glasfaser benötigt, wo ist der Netzausbau für 5G jetzt im Fokus und wo können wir mit unseren Backbone-Netzen praktisch die Infrastruktur dazu bieten. Dazu finden quartalsweise Planungsgespräche mit den entsprechenden Planungsingenieuren in den Regionen statt, um die Basis für unseren Netzausbau sicherzustellen. Kooperationen zwischen den Carriern sind sehr wichtig. Der maßgebliche Treiber bezüglich der Kosten bei der Weiterentwicklung der Backbone-Netze ist der Tiefbauanteil. Deswegen werden Kooperationen massiv vorangetrieben, damit kein Überbau stattfindet, sondern nur dort wirklich gebaut wird, wo keine Infrastruktur vorhanden ist. Deswegen sind Kooperationen für den Netzausbau sehr, sehr maßgeblich und werden auch stark vorangetrieben. Also die Infrastrukturanforderung außerhalb der Standorte ist eindeutig wieder eine Glasfaseranbindung, um den Verkehr zwischen den einzelnen Standorten zu transportieren. Auch innerhalb der Campusse ist sicherlich Glasfaser die geeignete Infrastruktur, um die Antennen richtig anzufahren, mit hochkapazitiver Anbindung zu versorgen, sodass auch hier Glasfaser innerhalb und außerhalb der Campusstandorte die maßgebliche Rolle bezüglich Anbindung spielen wird. Also für uns als Gasleitner ist es halt wichtig, dass die Rahmenbedingungen stabil sind, sodass wir, die wir nur eigenwirtschaftlich ausbauen, an keinen Subventionen, Stand heute durch keine Subventionen unterstützt werden, ein Rahmenfeld finden, dass der eigenwirtschaftliche Ausbau vor einem subventionierten Ausbau geht. Für uns ist wichtig, dass der Einsatz von neuen Technologien sehr proaktiv auch durch die Genehmigungsbehörden unterstützt wird, sodass die Chancen, zu geringeren Kosten in schnellerer Zeit auszubauen, auch tatsächlich gesehen werden. Und man an der Stelle nicht an altem Bewährten festhält, sondern auch neue innovative Methoden zulässt.